Das, liebe Rasenfreaks, kriegt man hier von seinen YouTube-Kollegen. So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Hallo, liebe Rasenfreaks! Hold meine Poa. Ja, lieber Rasenfreaks, habt ihr überhaupt noch Lust, was von der Poa Noa zu hören und zu sehen? Es ist der absolute Wahnsinn, der absolute Horror. Ja, lieber Rasenfreaks, wir haben Blütenstände. Was ist denn das für eine Krankheit? Der Rasenfreak hat Blütenstand. Unser Lieblingsgras, die Poa Noa, treibt ihre Blütenstände raus. Wunderschöne Blütenstände. Und diese Blütenstände, die sind immer so ein bisschen flach. Die liegen immer so ein bisschen flach, so ein bisschen tief. Und deswegen muss man diese Blütenstände hochziehen, rausziehen, um die Blütenköpfe abzumähen. So eine Möglichkeit ist es natürlich mit hier so einem Kunststoffrechen. Mit einem Kunststoffrechen ganz vorsichtig diese Blütenstände ein bisschen hoch zu haken. Ganz vorsichtig. Das ist nicht einfach. Man will ja natürlich nichts von den Gräserfrüchten, von der Saat der Poa Noa schon mal in den Rasen reinfallen lassen. Also muss man das dann versuchen, so ein bisschen vorsichtig hier hochzuziehen. Die Blütenstände, die Seedheads, und sie dann abzuschneiden. Das ist genau die Idee. Und da das viel zu umständlich ist, mache ich das mit meinem Spindelmäher, und zwar vorne mit dem Groomer. Wenn ihr natürlich keinen Spindelmäher mit einer Groomer-Einheit habt, dann könnt ihr natürlich auch einen Sichelmäher nehmen, einen saugenden Sichelmäher. Der muss natürlich einen Fangkorb haben, wo diese ganz, ganz, ganz feinen Früchte der Poa Noa nicht wieder rausgeblasen werden. Also ich habe hier beim Sabu so ein doppelmaschiges Stoffnetz. Das hält sehr gut die Früchte zurück, die kleinen Samenkörner zurück. Also Früchte, ne? Also Gräser produzieren Früchte, nicht Samenkörner. Deswegen sage ich jetzt immer Früchte, nur für euch. Und ja, und das ist natürlich die zweite Möglichkeit, also mit dem saugenden Sichelmäher dann diese Blütenstände einfach abzumähen, um möglichst viel von den Früchten der Poa Noa im Fangkorb zu haben und nicht wieder auf die Fläche zu streuen. Mähroboter sind da ziemlich der Super-GAU, weil die natürlich nur mulchen und damit die ganzen Früchte auf der Fläche wieder verteilen. Naja, und dann habt ihr in ein paar Jahren, wenn ihr die Poa Noa im Garten habt, irgendwann eine reine Poa Noa Wiese. Da muss man tatsächlich eine Menge Aufwand betreiben, um das zu verhindern. Es gibt da eine Theorie, die sogenannte Disturbance Theory. Disturbance Theory in Englisch ausgesprochen. Also eine Theorie, dass man die Poa Noa nicht so stark und nicht so oft stören sollte. Dass die Poa eher es mag, wenn sie Ruhe hat, dann neigt sie nicht so stark zur Blüte. Und natürlich darüber hinaus das Thema Bewässerung und Düngung kennt ihr ja sicherlich schon. Also möglichst selten bewässern und dann viel, dass das Wasser tief in den Boden absinkt und nicht an der Oberfläche bleibt. Staunässe an der Oberfläche liebt die Poa Noa, weil sie nur ganz kurze Wurzeln hat. Und wenn das Wasser tief ist, unten im Boden drin ist, dann kommt die Poa Noa nicht dran, dann stirbt sie. Oder dann quält sie sich zumindest. Und das Zweite ist natürlich Düngung. Die Poa braucht auch sehr viel Stickstoff. Und deswegen gibt es halt eben diesen Ansatz, weniger Stickstoff auf die Fläche zu bringen und vor allem gleichmäßiger den Stickstoff zu verteilen. Es gibt da unterschiedliche Ansätze. Die einen sagen unter 10 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr. Ich denke mal, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig für das andere Gras. Das wird sich dann auch nur quälen.
so zwischen 15, 16 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr ist so ein ganz guter Ansatz. Und das dauert Jahre. Das dauert Jahre, wenn man konsequent ist, diesen Bestand zu reduzieren. Im Herbst dann möglichst nur nachsehen, wenn die einjährige Rispe, die Poa annua, gestorben ist, weil sie ist einjährig, dann eben kräftig vertikutieren und nachsehen. Auch eine Sache, na klar, in der Blüte jetzt hier mit dem Vertikutierer, überhaupt mit Geräten, die den Boden aufreißen, über die Fläche zu gehen, ist natürlich auch kontraproduktiv. Also dann erst im Juni, da sind auch die Temperaturen wahrscheinlich noch besser, im Juni nachzusehen, wenn die Blüte hoffentlich schon wieder halbwegs vorbei ist, obwohl die Poa annua nicht das ganze Jahr über blüht. Aber jetzt vor allen Dingen jetzt im Mai, wir haben jetzt Anfang Mai, ich glaube den 2. Mai, und da ist jetzt gerade die Hauptblütezeit, also warten wir bis Juni und dann nachzusehen, ist sinnvoll. Oder, wie ich auch schon sehr interessant von einem Fan gehört habe, oder eben schon im März nachzusehen, um eben von Anfang an die gewünschten Gräser an der Fläche zu haben und nicht die Poa annua. Schwieriges Thema, ein ganz schwieriges Thema. Da kann man episch drüber reden. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob man da mal wirklich so ein Fachvideo drüber machen sollte, über die Poa annua. Vielleicht kriege ich ja einen Experten an Land, der mit mir mal hier über das Thema ausgiebig diskutiert, einen wirklichen Fachmann. Schaue ich mal, sagt ihr, ob ihr das haben möchtet. Yeah, so und jetzt ziehen wir uns um. Ich schwitze schon und wir holen die Maschine raus. Yeah! So, liebe Hasenfreaks, das ist mein Toro E-Flex. Ein Profi-Spindelmäher für Golfplatz-Grüns. Ja, hier vorne seht ihr also dieses Messer. Ich hoffe, ihr seht das hier. Da sind so ganz viele senkrecht stehende dünne Metallscheiben, die sind so ja, sternförmig profiliert und man kann diese Walze, diese Grumereinheit, die vor dir im Spindel sitzt, kann man vorwärts laufen lassen oder rückwärts laufen lassen. Und wir fahren ja in diese Richtung, dann drückt erstmal die Frontwalze schon mal das Gras platt. Und jetzt will ich aber schnell das Gras wieder hochziehen, also lasse ich sie vorwärts laufen. Wenn ich sie rückwärts laufen lasse, das ist eher gut, um zu schlitzen. Aber dann bleibt eben der Halm eher liegen. Also lasse ich sie vorwärts laufen, um den Halm möglichst hochzuziehen. Die sitzt genau auf der halben Schnitthöhe. Das heißt, die sitzt, ich habe jetzt hier, ich glaube, 16 mm, ich weiß gar nicht, 17 glaube ich noch, 17 mm und die ist auf 8 eingestellt. Das heißt, 8 mm über dem Boden sind die Messer tief eingestellt. Und das sollte reichen, um hier die wichtigsten Blütenstände hochzuziehen. Genau. Natürlich muss man am Fangkorb ran. Aber für einen ganz... Ja, nee, ohne Fangkorb machen wir nichts. Und dann mähen wir mal einmal hier hin und her und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, da sieht man nichts. Aua! Ja. Tja. Denkste Puppe. Das war nicht gut. Das hat noch nicht so richtig viel gebracht. Gucken wir mal das Schnittgut an. Ja, da sind natürlich Blüten mit drin. Ist gut. Aber es sind noch einige Blüten auf dem Boden. Ich könnte natürlich jetzt brutal ausnahmsweise mal den Grumer noch mal sehr viel tiefer stellen. Ich will es mal ausprobieren. Stecker ist gezogen. Handschuhe anziehen, weil die sind richtig, richtig scharf. Und gucken wir mal hier. Können ja mal die Profis sagen, ob das Schwachsinn ist, was der Rasenfreak hier macht. 6,
richtig aggressiv. Komm her hier. So, jetzt messe ich den Abstand. Jetzt sind wir hier auf 5 mm. Andere Seite. 5 mm. 5 mm. Ja, wir waren auf 8. Ja, was für ein Unterschied. 5, nochmal gegenkontrollieren. Ja. So, 5 mm am Boden. Ja, da merkt man schon, wie brutal das ist. Ja, schon richtig aggressiv. Oh, es ist unglaublich hier. Erwischt nicht alle. Was soll man da bloß machen? Das ist doch echt Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn, wie das hier blüht. Wisst ihr was? Einfach akzeptieren. Einfach akzeptieren. Einfach so lassen, wie es ist. Ey Mann, das ist so schlimm ist es nicht. Das ist, hat jetzt eine Phase. Klar kann man versuchen, die Blüte ein bisschen im Zaum zu halten und möglichst viel aufzunehmen. Aber man darf es doch nicht übertreiben. Also das macht auch keinen Spaß dann mehr. Nee, alles gut. Ich lasse das mal auf 5. Das ist für mich so gerade so die Grenze. Der grenzwertige Kompost, das liegt alles flach hier. Also wer mir erzählt, dass er das im Griff kriegt, indem er die ganzen Blütenstände hier hochbürstet, der hat viel Arbeit. Ja, ich gehe jetzt ein paar Mal rüber, weil mehr kann ich auch nicht tun. There's no job like a mow job. Das ist wirklich ein cooler Spruch. Und genau deshalb habe ich ausnahmsweise mal das T-Shirt von Mow Jobs getragen. Ruven, unserem Nachbarn, der wohnt hier auch bei uns ganz in der Nähe. Und ja, und der Rasen sieht schon ziemlich crispy aus, wie das Ben Simpson mal sagt. Crispy. Ja, die ganzen Poa-Anua-Saatköpfe haben wir nicht alle erwischt. Es ist nicht zu ändern, wie ich schon gesagt habe. Trotzdem danke ich euch sehr fürs Zuschauen. Und wenn ihr weiter solche Videos schauen wollt, dann bleibt einfach dran. Tschüss.